Der Niedersächsische Weg ist ein Vertrag, eine Vereinbarung zwischen Politik, Landwirtschaft und den Umweltverbänden. Aus Sicht des BUND ist der Niedersächsische Weg ein Meilenstein für den Naturschutz. Die Grundlage des Vertrages des Niedersächsischen Weges, der nunmehr unterschrieben worden ist, ist das Forderungspapier des BUND und des NABU. Ein Forderungspapier zu mehr Artenschutz und Insektenschutz in Niedersachsen. Dieses Forderungspapier an die Landesregierung, an die Landtagsfraktionen, hat zur Folge gehabt, dass die Landesregierung zu einem Dialog eingeladen hat. Einem Dialog, an dem die Umweltverbände, die Landwirtschaft und die Politik auf Augenhöhe miteinander diskutiert haben. Aus meiner Sicht sehr diszipliniert diskutiert haben und diesen Vertrag, der nunmehr auf dem Tisch liegt, erarbeitet haben. Sie hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft und wir als Umweltverband mussten uns sehr ernsthaft mit diesen Auswirkungen auf die Landwirte und Landwirtinnen in der Fläche auseinandersetzen. Das ist für uns als Umweltverband eine schwierige Diskussion innerhalb des Verbandes gewesen, aber wir haben uns ihr gestellt und stehen zu diesem Vertrag. Wie geht nun der Niedersächsische Weg weiter? Die Umsetzung muss rasch und konsequent erfolgen. In diesem Jahr erwarten wir Entwürfe des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes, des Waldgesetzes und des Wassergesetzes, sowie die Programme Insektenschutz und Wiesenbrüterschutz. Der begonnene Dialog ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss um zusätzliche Gruppen erweitert werden.